Ist natürlich eigentlich ein Eishockey-Torwart und kein Moderator. Also sehen Sie ihm das bitte ein bisschen nach, aber er wird das schon meistern, da bin ich mir ziemlich sicher. Also, rein in die Partie, los geht's. Hessen-Derby Nummer 2. Kein Eising, sagen die Unparteiischen. Was überraschend für mich. Kohl, Scheibe abgefälscht, gut gemacht von Tim May. Und da ist der Philipp Leer zum ersten Mal auf dem Posten. Ja, fast ein Haken von Frosch, aber auf der anderen Seite die Möglichkeit nochmal für eben Frosch. Und wieder ist Philipp Leer da. Da ist wieder Alanov, also er bekommt viel Eiszeit. Hat auch einen Sonderlob bekommen von seinem Trainer Petri Kujala. Nächster Schuss, Leer lässt abprallen. Und das war eine gute Gelegenheit für Harry Lange. Und sofort ist das Publikum da. Nächste Scheibe zum Tor, immer gefährlich. Guter Verteidiger Remme ist da gegen Stefan Chapuis. Scheibenverlust in der eigenen Zone, Sparrow. Situation, die man sich nicht allzu oft erlauben sollte. Aber dann ist es gut von Felix Thomas geklärt in der Situation. Jetzt vielleicht die Möglichkeit für Alanov. Oh, wieder Thomas und klasse. Im Liegen noch. Holt er sich da noch die Scheibe? Jetzt wäre es vielleicht wieder die Gelegenheit gewesen. Nochmal die Nauheimer mit Alanov. Kommt er zu Fall? Keine zwei Minuten, sagt der Unparteiische. Der Querpass passt nicht und jetzt müssen sie aufpassen. Aber das macht Keusen. Cameron. Wieder mehr Tomassoni, ist jetzt schon lange auf dem Eis. Hat jetzt viel Platz. Tomassoni Tor! Eine Minute 52 Sekunden vor Ende des ersten Abschnitts ist das Tor da. Für die Löwen, Matt Tomassoni. Unglücklich. Aus Bad Nauheimer Sicht vor allem der Rückstand jetzt. Definitiv, ja. Also Spielverlauf hätte vielleicht sogar eine Führung für Nauheim hergeben können. So geht es mit 0:1 ins zweite Drittel. Und ja, die Jungs müssen jetzt alles daran setzen. Er macht das gut, ist bissig, ist stabil an der Bande. Nochmal Vitali ab. Machen Sie gut. Wieder Alanov in die Mitte. Schade. Nochmal die Schussmöglichkeit und da ist das Tor. Und es ist Joel Keusen. Der zieht ab ins lange Eck. 2 Minuten, 3 Sekunden gespielt im zweiten Abschnitt. Ausgleich für die Teufel. Keusen sagt Dankeschön und das war klasse gemacht von Eugen Alanov zuvor. Ja. Bei Kreuz. Guter Pass, Schussmöglichkeit ist da und Remo mit einem klasse Save. Sehr gut. Oh, hättest du den auch gehabt? Davon gehe ich aus. Glaube ich auch. Nee, wirklich sehr gut gehalten von Mikko Remo. Schaffen sie in dem Fall nicht. Nein, es ist kein Foul, sagt der Unparteiische. Und Keusen hat die Möglichkeit, zusammen mit Helms. Keusen! Oh, und 6 Sekunden gespielt im zweiten Abschnitt und Joel Keusen, Larry, wie sie ihn nennen, dreht die Partie. Oh, ist das abgezockt, ist das kalt. Aber ist das vorher eine Strafzeit, da werden sich die Löwen natürlich aufregen. Schauen wir nochmal drauf, hier unten. Oh, gute Möglichkeit jetzt mal für Lukas Laub. Schuss kommt durch die Beine, verdeckter Schuss, schwer zu sehen, Remö hat ihn sicher. Dann aus Bad Nauheimer Sicht, dass der Mann durchaus einen guten Schuss hat. Aber jetzt auf der anderen Seite die Möglichkeit. Pauli ist in der Mitte. Schade, der Pass kommt nicht ganz rüber. Nochmal Pauli, wühlt da nochmal nach. Nochmal Pauli und dann ist Philipp Leer da. Guter Save in dem Fall auch von ihm. Nochmal die Schussmöglichkeit, Leer ist wieder da. Oh, jetzt geht's hier rauf und runter. Jetzt haben wir ein richtig gutes Eishockey gespielt. Denin, Pauli und Cameron. Also Pauli darf in der ersten Reihe ran für Dusan Frosch. Den ich jetzt auch gar nicht hier erkenne auf der Bank. Das, hast du gesehen, was mit Frosch ist? Nein, habe ich auch nicht gesehen. In jedem Fall ist er nicht auf der Bank und auch nicht auf dem Eis. Auch Stefan Chapuis hat da was abbekommen. Also klar, wir wollen hier ein schönes Eishockeyspiel sehen mit natürlich auch ein paar Nicklichkeiten, das gehört dazu, aber natürlich auch keine Verletzung. Altholz,
Alex Baum hält die Scheibe hinten. Keine Strafzeit. Und Andreas Pauli plötzlich ganz frei vor dem Kasten. Und Lea mit dem Schoner zur Stelle. Riesengelegenheit in der 35. Spielminute. Wieder die ehemalige Garmischer. Ein Wirbelwind. Ein echter Wadenbeißer. Den C behält das Hartgummi in seinen Reihen. Nick Denin. Einfach mal drauf. Abgefälscht. Dustin Cameron kommt nicht mehr zum Nachschuss. Wieder Denin. Cameron. Jetzt geht der Arm hoch, das ist unparteiisch. Natürlich der mit einem satten Schlagschuss, das weiß man. Und das deutet er auch immer wieder an, dass er das Hardcore haben will. Jetzt wäre so eine Gelegenheit, aber stattdessen macht es Chris Bär selber und Nico Rebel greift zu. Aber Frankfurt jederzeit gefährlich, da muss man aufpassen. Wie bei dem 1-0 von Tomassoni. Die brauchen nur eine Gelegenheit und dann ist das Ding drin. Eine Unachtsamkeit hinten und dann. Klingelt's im Tor, jetzt hier zum Beispiel, möglicherweise. Norman Martens mit dem. Aber es steht 2-1 für den EC Bad Nauheim und wir nehmen das natürlich gerne so hin. Da hast du recht. Zweimal Joel Geusen, macht er den Hattrick heute eher oder nein? Ich würde es ihm gönnen. Wollen Sie hier ein spannendes Spiel vermeiden, dann müssen Sie eins nachlegen, aber in dem Fall eine sehr gute Gelegenheit für Frankfurt, aber auch gutes Backchecking. Cameron. Ah, das ist der angesprochene gute Schuss. Immer unangenehm für einen Keeper. Aber zu sehr drauf verlassen, dass man genau weiß, wer was macht. Oh, Mikko Remel hat da was abbekommen und bleibt auf dem Eis liegen. Keine Strafzeit übrigens angezeigt. Oh, das kann man natürlich gar nicht gebrauchen. Da ist ein Frankfurter vorbeigefahren und hat ihm noch am Schlittschuh getroffen. Auf der Bank der Bad Nauheimer übrigens heute Niklas Schmidt. Der hat noch gar nicht gespielt. Aber es scheint weiterzugehen, oder? Wie siehst du das? Ja, ich denke schon. So wird der Druck ein bisschen größer. Kohl gegen Martens. Chapu in die Mitte. Nee, Martens war es ja in dem Fall. Oh, Chapu kriegt einen ordentlichen Check da von Kohl. Trotzdem die Löwen in Scheibenbesitz. Und der Pfosten rettet Mikko Remö in dem Fall. Nochmal Thomas, der hat den Pfosten eben getroffen. Chess Biva. Schuss kommt, Remö ist da. Nächster Schuss, wieder Thomas. Bleibt hängen. Oh, jetzt ist der Druck groß. Nochmal Chess Biva, das ist ja wie ein Powerplay jetzt. Jetzt müssen sie sich befreien und jetzt können sie sich auch befreien. Kyle Helms, vielleicht sogar eine 3-auf-2-Situation. Nochmal ab, verzögert und Philipp Lea ist da. Gar kein Problem für ihn. Er hätte mal mehr draus machen können. Aber die Unparteiischen lassen viel laufen. Gefällt mir eigentlich insgesamt, was sie machen, ganz gut. Sehr gute Aktion von Lukas Laub. Das ist die Chance und klasse gehalten von Mikko Remmel. Also wenn der Mann Schmerzen hat, dann hält er mit Schmerzen noch besser. Riesenchance für Dennis Reimer. Gut von Helms, fängt die Scheibe ab, ist die Möglichkeit, leer ist da. Boah, was wäre das für eine Geschichte, wenn es ausgerechnet Strauch gewesen wäre, der hier trifft. Und auch Philipp Lehr bleibt kurz sitzen. Hoffentlich ist ihm da nichts passiert. Auf der anderen Seite Lukas Laub. Wie zuvor. Oh, das muss eine Strafzeit geben, keine Frage. Beinstellen. 2 Minuten 39 Sekunden vor Ende der Partie. Unterzahl, weil Alex Baum einen Löwen von den Beinen holt. Und das ist jetzt die Gelegenheit für das Team von Tim Keller. Leer vom Eis. Also 6 gegen 4 ab sofort. Chris Bear legt nochmal zurück auf Mike Hart. Schuss kommt. Sind sie gut dazwischen. Nächster Schuss geht vorbei. 1:40 noch auf der Uhr. Eine Minute in Überzahl. Die Löwen natürlich jetzt mit mächtig Druck. Tomassoni, die Scheibe nicht draußen. Card. Wieder Tomassoni, nicht schießen lassen. Chris Bear, Schuss kommt, Tor. Da ist der Ausgleich. Chris Bear, 1 Minute 20 Sekunden vor Schluss. Gegen die Laufrichtung von Mikko Remö. Und jetzt riecht es hier nach Overtime.
Lass uns mal überraschen. Oder gibt es vielleicht sogar noch ein Penalty schießen. Wir sind gespannt. Das Derby hat also alles, was es benötigt. Und die Zuschauer kommen voll auf ihre Kosten. Das volle Programm hier heute Abend im Köln-Nordstadion vor 3.411 Zuschauern, die offizielle Zuschauerzahl. Die Löwen im Angriff, gleich ein erster Schuss hier von Chris Bär, und Remo kann das Hartgummi festhalten. Das ging jetzt etwas zu einfach, wie er da rechts vorbeigeht. Viel Druck jetzt von den Frankfurtern. Thomas visiert an, schießt, und der Schoner, der linke von Mikko Remo, viel Hektik vor dem Tor. Breitkreuz, Tor verschoben, abgepfiffen. Das war eine gefährliche Szene für die Roten Teufel. Das Gerstl geht über links. Tief geht ins Drittel. Und jetzt von den Kasten, und Gerstl um! Das Ding ist drin! Nein, kein Tor! Kein Tor, sagt der Schiedsrichter. Und Riesendiskussion, das war ja klar. Kein Tor, wie wir es gesagt haben, lag auf der Linie. Aus Sicht der Rundteufel natürlich schade. Und Glück für die Frankfurter. Leer. Jetzt Reimer auf der anderen Seite gegen Remme. Und er sitzt. Man muss es eigentlich fast so sagen, es ist wie immer im Penalty-Schießen hier in Bad Nauheim. Die Gäste treffen, die Bad Nauheimer nicht. Heute macht er. Also Denin nicht so auffällig in den ersten 65 Minuten. Dafür macht er aber seinen Penalty cool rein. Den wer macht die erste Bewegung? Chapuis läuft an. Und Remel hält. Also wieder der Ausgleich. Oh, das kann ein langer Abend werden. Oh, der Publikumsliebling. Hören Sie mal. Hat er schnell geschafft, zum Publikumsliebling zu werden. Er läuft recht langsam an. Und leer. Guter Save. Wenn er trifft, gewinnt Frankfurt. Aber er trifft nicht. Bleibt da am Schläger von Remo hängen. Und da bin ich eigentlich nicht fachkundig genug. Ist das ein Foulspiel? Das ist eine gute Frage, aber in meinen Augen nein. Was hätte es da dann geben können, eine Wiederholung? Wenn der Schiedsrichter tatsächlich auf Foul entscheidet, dann gibt es entweder Wiederholung oder ja, in Fällen wie Schlägerwurf wird sogar auf Tor entschieden oder bei Tor verschieben auch. Breitkreuz macht sich bereit. Er hat am Freitag dreimal die Bude getroffen. Breitkreuz on fire, heute aber nicht so wirklich auffällig. Einer, der sich bei einer Schlägerei gegen Bremerhaven letztes Jahr in den Playoffs selbst die Hand gebrochen hat. Also der geht dahin, wo es weh tut. Breitkreuz. Wartet auch sehr, sehr lang und verzieht dann. Gibt es den Derbyheim-Sieg für die Roten Teufel? Also, ich habe es gesagt, letztes Mal hat er auch den ersten gemacht, gegen Freiburg den zweiten nicht. Heute macht er. Du bist dir sicher. Hier steht wieder alles. Denin gegen Lea. Und er trifft! Und damit zieht der EC Bad Nauheim erneut gegen die Löwen mit 3:2 nach Penalty-Schießen. Ein ausgeglichenes, ein klasse Eishockeyspiel geht zu Ende mit einem knappen Ergebnis. Ich denke, insgesamt geht das in Ordnung, auch wenn die Löwen in der Overtime das etwas bessere Team waren. Der Sieg für die Nauheimer. Und damit verabschieden wir uns auch hier, sagen Dankeschön fürs Zuschauen mit diesem Treffer nochmal von Nick Denin. Macht er wirklich schön. Bad Nauheim siegt und wir hören uns nächsten Sonntag dann wieder. Für die Frankfurter geht es zu Hause weiter gegen Rissersee. Und Bad Nauheim muss nach Bremerhaven. Das wird ein schweres Ding. Ich danke dir, Jan. Wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend und einen guten Start in die neue Woche. Machen Sie es gut. Ciao, tschüss. Bis nächste Woche. Vielen Dank. Tschüss.